Was läuft denn dann genau im Körper ab, so beim Immunsystem? Was kann man denn sagen? Und ich finde es auch sehr spannend, dass da wirklich sehr viele Studien auch durchgeführt wurden. Mhm. Und man muss vielleicht auch noch dazu sagen, also Wim Hof lebt immer noch, ne? Der arbeitet auch immer noch an dieser Methode und an den Erkenntnissen dazu. Genau, also was machst du mit dem Immunsystem? Und dann vielleicht noch ganz spannend, was macht die Kälte mit der Haut? Also jetzt gerade in Bezug auf Schuppenflechte. Ja, also der Knackpunkt ist, glaube ich, was man sagen kann, was Studien zeigen, dass diese Atemtechnik und die Kälteanwendung starke Wirkung auf das Immunsystem haben und damit auf Entzündungsprozesse. Wir wissen durch viele, viele andere Studien weltweit, dass Entzündung praktisch die Grundlage für viele, viele Krankheiten ist. Also ohne Entzündung gibt es praktisch keine Krankheit, ganz wenige, die dann noch existieren. Das heißt, alles, was im Körper ist, ob das jetzt akute Entzündungen sind, die man sieht, oder versteckte Entzündungen im Körper, irgendwas gibt es da immer, wo das Immunsystem arbeitet, gegen irgendwelche Krankheitserreger, gegen Gifte, gegen Toxine. Und das wird da angekurbelt und dann kommen Entzündungsprozesse. Und diese Methode wirkt auf Entzündungsprozesse so ein, dass das alles ein bisschen, ja, wirklich in eine Balance kommt. Man kann schlecht sagen, runtergefahren oder hochgefahren, was auch immer. Das sind viel zu einfache Bilder für diese immens biochemischen, komplexen Prozesse. Aber es kommt in eine neue Balance, sodass die Entzündungen da irgendwie besser funktionieren und das Immunsystem besser arbeiten kann. So kann man das sagen. Die Studien zeigen einfach, ich kann mit dieser Atemtechnik zum Beispiel, auch mit dieser Kälte, eine Stressreaktion auslösen, selber, ohne dass ich irgendwie von außen was bekomme, sondern ich begebe mich in einen Stress und löse eine Stressreaktion im Körper aus, aber nur sehr selektiv. Also wenn man sich vorstellt, eine Stressreaktion beinhaltet viel, ganz viele Stresshormone. Und die Wim Hof-Methode schafft es, da einen Teil nur zu nehmen, der irgendwie den Effekt hat, gut auf das Immunsystem zu wirken. Der andere Teil, den man sonst noch spürt, was da noch mit alles mit zusammenhängt, der wird da nicht angetriggert. So, das ist irgendwie sehr spannend. Also konkret heißt es, wir schütten sehr viel Adrenalin aus, aber andere Stresshormone bleiben sehr ruhig, also passiert nichts. Was zur Folge hat, dass die Leute gerade nach diesen Atemtechniken sich unheimlich wach, voller Energie, aber gleichzeitig auch entspannt fühlen. Was sich erstmal komisch anhört, aber in vielen fernöstlichen Traditionen ist dieser Zustand nichts Ungewöhnliches. Für unsere westlichen Ohren klingt das erstmal so, entweder bin ich voll aufgeputscht und wach, oder ich bin entspannt. Wie kann das denn beides gleichzeitig sein? Mhm. Aber es geht sehr gut. Man kann hellwach sein und innerlich vollkommen ruhig. Okay. Und genau, also die Wirkung auf die Haut haben wir jetzt die Entzündung. Und ich weiß nicht, ob du dazu was sagen kannst, weil das ist jetzt in einem anderen Interview gefallen. Durch Kälte auf der Haut würde der Körper auch Cortisol vermehrt ausschütten und dadurch, also das würde der Haut wohl auch helfen. Also es gibt viele Studien zu Kälte, zu den Gefahren. Es gibt wenig Studien zu den Vorteilen von Kälte, muss man sagen. Also da habe ich mich sehr gut mit beschäftigt und viele Aussagen wurden nochmal wieder revidiert. Wir wissen im Grunde nicht, was da wirklich im Körper bei Kälte passiert. Es gibt Leute, die sagen, Noradrenalin wird ausgeschüttet und das ist auch so ein Stresshormon, das das Immunsystem sehr gut beeinflussen kann, sodass Entzündungsprozesse besser werden. Ich habe das an vielen Leuten auch an mir selber erlebt. Seitdem ich die Kälte anwende, regelmäßig kalt dusche, sind so Hautentzündungen oder Hautwärmerötungen und sowas eigentlich weggegangen, weil das kann man sich einfach gut vorstellen, wenn man das merkt. Die Kälte fährt die Entzündung auch direkt auf der Haut runter. Ne? Wärme facht das alles an, weil sozusagen durch die Energie, durch die Hitze die Entzündung noch stärker werden, aber Kälte fährt das runter. Das ist ein ganz einfacher Zusammenhang. Und das hat auf den Körper starke Wirkung, aber halt auch mental, wenn man in die Kälte geht. Man fühlt sich dann auch völlig frisch und es stärkt den ganzen Körper, weil es sozusagen eine Dosis von Stress gibt, die man sich selber zufügt und den Körper aus der Balance bringt. Der muss irgendwie dann stärker werden, weil er sagt, nächstes Mal, wenn ich wieder in die Kälte gehe, das muss ich besser bestehen. Und dann trainiert man den Körper damit auf diese Art und Weise. Es ist letztendlich wie ein Muskeltraining. Nur, dass man nicht an die Handlung geht, sondern ins kalte Wasser und stärkt den Körper sukzessive damit. Mhm.